Ist den ersten Tag zurück aus, wie hieß das, Fireweed oder so, und die klappern ja direkt die ganze Stadt ab. Jeden einzelnen Bewohner wird direkt besucht am ersten Tag, ey, mein Gott. Nicht mehr ein Danke an Michael, genau. Michael, der Arme, schleppt alles zum Kofferraum. Wie es ja sagt, schon was für ein Service. Hat sich hier versprochen, wahrscheinlich davon schönen Fleißmärkchen einzusammeln von Allison. Und was ist daraus geworden? Gar nichts. wird schon ausgenutzt, der Gute. In the mean streets of Delos Crossing, just bears and drunken disorderlies. And Uncle Eddie can usually handle them on his own. But what about drunk bears? Anyway, he's probably ist das wirklich der Onkel oder ist es irgend so ein Creep, den die Onkel nennen? Das fände ich viel schlimmer. Was ist das für ein geiler Biber, der da steht? Damn. Ich will es haben. Got this creepy mascot, huh? Kinder haben Angst davor, was sind das für komische Kinder? Das ist ja wohl das Geilste, was ich je gesehen habe. Officer Justin Beaver is not creepy. Justin Beaver. Delos Crossing's longest serving officer. Justin Beaver. Ich bin das Gesetz. Hold on. I want to catch up on all the Delos Crossing gossip. Oh, that's all just public safety stuff. Nothing that interesting. Das ist, glaube ich, wirklich alles nichts Interessantes. Wieso hängt hier schon wieder diese Petition? Haben da die gleichen 5 Leute unterschrieben wie vor dem Supermarkt? Steigen Sie ein. Sie möchten wissen, wie der Arbeitsalltag bei der Polizei aussieht? Dann bewerben Sie sich für unser Mitfahrprogramm. Mehr Informationen bei Chief Brown. Informationen bei Chief Brown. Privat, das heißt genau das Richtige für uns. Klappt leider nicht. Of course, it's locked. Home sweet home. Hmm. You spend a lot of time here growing up? Yeah, whenever Eddie was working. The whole precinct's basically family. Hmm. It's freezing in here. Wir haben nur die Heizung an sogar. Hauptsache er sagt, it's freezing, aber draußen nicht oder was? Locked. Wo er die ganze Zeit mit dieser Krüppeljacke rumläuft. Yeah, I thought you were still here when it happened. I don't remember it. Das ist nicht die gleiche Tür, die von draußen zu ist? Das ist die Tür, wo privat drauf stand, oder? What do you know? Still locked. Hey, ich wollte noch antworten auf das, was er gesagt hat. Eddie must have locked it already. Ja, drin ist es auf einmal kalt, ne? Komisch. Man, they are never gonna catch this guy. What exactly did he do? Ach so, der Briefkastentyp. This guy keeps stealing out of people's mailboxes. These mortal infidels, my lord. They have invaded your sanctum and seek to steal your secrets. Hi. Herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Huh? Na, May, wie geht's? Lebt ihr alle noch oder hast du den ein oder anderen ein paar Betonstiefel verpasst und versenkt? Jemand da? Ah, da. Da seid ihr.
Majestix, hallo. Danke, danke, May. Hey, Wirsch. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Yes, ich hab dir mich gerade noch gar nicht gehört. Mary Strange, hi. Auch an dich. Hi, hi. Vielen, vielen Dank für den Raid, May. Du bist angepisst. Warum das denn? Ich hatte gerade schon gefragt, haben denn alle überlebt oder hast du den einen oder anderen versenken müssen mit Betonstiefeln? Na, die Lichter eskalieren komplett. Hey Malea. Schön, dass ihr reinschaut. Ach, May hatte leider Upload-Probleme. Ah, das nervt. Ja, ja, das Internet in Deutschland, ne? Das ist leider unberechenbar. Haben wir eben auch noch drüber gesprochen. Wir spielen ja hier gerade Tell Me Why. Das weiß nicht, wer von euch es vielleicht schon kennt. Das ist von den Life is Strange-Machern und vom Spiel her auch so ähnlich wie Life is Strange. Also mehr oder weniger so ein gespielter Film. Und spielt ja in Alaska. Und da haben wir eben auch schon drüber gesprochen, dass hier bestimmt immer noch besseres Wetter ist als in Deutschland. Obwohl wir eben nirgendwo sind. Ja, ist natürlich für euch schade, ne? Dann habt ihr wahrscheinlich nicht viel gesehen heute vom Spiel, oder? Wenn du Upload-Probleme hattest. Well, what did you expect, Dum-Dum? It's a police station. Oder ist May vielleicht schon wieder weg? Ich weiß es gerade nicht. Aber schön, dass ihr reinschaut. Also, wie gesagt, nehmt euch gern Platz. Ich hatte heute eigentlich vor, alle drei Episoden zu spielen. Wir sind noch in der ersten, sind ja insgesamt drei Kapitel. Weil ich eigentlich dachte, jedes Kapitel sind so um die 2 Stunden, wurde mir gesagt, eigentlich von sicherer Quelle. Aber wir sind jetzt schon 3 Stunden im Spiel, ungefähr. Ja, 3,5 Stunden sogar und sind immer noch im ersten Kapitel. Von daher, glaube ich, werden wir heute Nacht nicht mehr alle 3 Episoden schaffen. Aber macht ja nichts. Dann machen wir halt morgen weiter. Also wenn ihr wollt, nehmt gerne Platz, holt euch was zu snacken. Und schaut noch ein bisschen zu. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Wir sind gerade im Polizeirevier übrigens hier im kleinen Ort. Everyone eats there all the time. It's as exciting as food gets in Delos Crossing. Und wir machen gerade im Prinzip eine Kennenlernrunde für unseren Bruder, der früher mal ein Mädchen war. Denn darum geht's hier bei Tell Me Why. Die beiden sind Geschwister hier, die beiden Hauptcharaktere, um die es geht. Wir steuern abwechselnd beide. Und er hier, der Tyler heißt er inzwischen, war früher mal ein Mädchen. Und hat inzwischen sein Geschlecht gewechselt und ist jetzt das erste Mal seit 10 Jahren wieder in seiner Heimatstadt. Und wir sprechen jetzt quasi mit den Leuten, die uns seitdem nicht mehr gesehen haben. Unsere Schwester arbeitet hier und wohnt, glaube ich, auch hier immer noch in der Nähe. Von daher kennt sie sich aus. Sie führt uns so ein bisschen rum. Und wir befinden uns im Prinzip so ein bisschen auf den Spuren der Vergangenheit, was damals so passiert ist. Denn irgendwas Schlimmes ist passiert vor 10 Jahren. Unsere Mutter ist mittlerweile nicht mehr unter uns. Sie ist gestorben. Aber die genauen Umstände wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass sie irgendwie nicht so damit einverstanden war, dass wir uns als Junge fühlen, also Tyler in dem Fall, und vielleicht aber auch irgendwie doch, darum geht's hier, ob die Erinnerungen der Kinder wirklich die sind, wo sie glauben, dass es sie sind oder nicht, und ja, dass wir jetzt, was wir jetzt die letzte Stunde so rausgefunden haben, ist, dass die Mutter vielleicht doch gar nicht so scheiße war und vielleicht einfach nur überfordert mit der Situation, aber naja, das finden wir jetzt gerade raus. Okay, sind auf jeden Fall einige Leute verschwunden in der letzten Zeit. Von wegen hier wäre so wenig los. Ich meine, okay, das ist 1990 ist der geboren. Es gibt noch eine Figur zu finden in diesem Kapitel. Okay, dann ich halte die Ohren auf, beziehungsweise die Augen. Someone gave me a blanket and a hot chocolate. I wasn't cold anymore. They tried their best to make us comfortable. Gerne, Malea. Hast nur rudimentär vom Spiel was mitbekommen. Also wie gesagt, super viel ist noch nicht passiert bisher. Wir waren bisher zu Hause und wir waren im Supermarkt und haben die beste Freundin von unserer Mutter damals gesprochen. Und inhaltlich habt ihr aber so gesehen noch nicht viel verpasst, auch wenn wir schon 3 Stunden im Spiel sind.
Memo an alle Mitarbeiter des Police Departments von Pleasant Bay Mental Health Institute, 16. Oktober 2015, Patientenverlegung, an alle Polizeibeamten des Delos Crossing Police Departments, Hinweis. Aufgrund von Überbelegung werden die Patienten Dean Becker und Kevin Stutton am 26. Oktober 2015 um 8 Uhr in das Fallen Creek Correction Center, SPU, verlegt. Okay, es ist jetzt, glaube ich, nicht weiter wichtig für uns. Ja, Datenschutz ist hier auf jeden Fall nicht so ein Ding, oder? Ja, er ist noch hier. Er wurde ein bisschen ein lokaler Celebrity, nachdem er einen Mörder von Juno nahm. Der Typ war auf einem Fischboot und wurde wirklich, wirklich krank, nachdem er aus dem Chum-Bucket aß. Also, es war eigentlich ein ziemlich einfacher Takedown. Ist das von ihm? Dan und Shelby? Ich denke so. The high schoolers who are always pissing Tessa off because they would blast fish and make out in the Vecchi's parking lot. Yep. Dan's a cop now. They're married and have a kid, a dog, the whole shebang. Damn. When did everybody decide to become an adult? Natürlich eine Amerika-Flagge. So hört sich das. Oh my god, that's the cutest. It's cute, but don't tell me you've got baby fever. Ew, no. Why do men always jump to that? So, falls ich es vergesse zu sagen, wenn euch natürlich gefällt, was ihr seht, lasst mir gerne ein Follow da. Ich stream nicht super regelmäßig, also ich stream schon regelmäßig, aber jetzt nicht immer an den gleichen Tagen und zu gleichen Zeiten. Von daher am besten folgen, damit ihr es nicht verpasst, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir es heute nicht durchspielen. That's Denise Wilson's desk. Remember her? Crazy D? The woman who set fire to her ex's trailer? Allegedly set fire. She was acquitted. And that's Officer Wilson to you. Oh no, it was her birthday. I completely forgot. You're a terrible person. It's your fault. I was so excited to see you that it completely slipped my mind. Natürlich muss man hier im Dorf den Geburtstag von jedem einzelnen Bewohner kennen. Das ist logisch. Remember this fella? No way. Is that Jet? Yep. He died last year putting himself between D and a bear. Oh, damn. Poor D. Ach komm, wir wünschen noch alles Gute zum Geburtstag, oder? Maybe she won't notice that I added it afterward. Eigentlich könnten wir das irgendwo noch draufkleben. Auf irgend so, wir könnten hier irgendwas hinlegen und tun dann so, als wäre das unser Geschenk gewesen. Ja, diese Pralinen oder was das ist, da wird sie ja wahrscheinlich wissen, dass die nicht von uns sind. Das können wir leider nicht mehr faken. So, gibt es hier noch eine Erinnerung? Das ist übrigens jetzt dieses eine Feature, das habt ihr bis jetzt noch nicht gesehen, die eben von May gekommen sind. Wir haben so eine übernatürliche Verbindung quasi mit unserem Bruder und können quasi so Erinnerungen abrufen, die wir dann auch beide sehen. Also, das ist so ein bisschen übernatürlicher Hokuspokus, aber ist ganz cool. Tyler, you coming? Aber wo ist jetzt diese Erinnerung? Unten hat es auf einmal vibriert, hier jetzt nicht mehr. Dann gehe ich nochmal kurz runter. Nicht, dass ich da irgendwas übersehe. Yep. But I don't need to tell you that it's off limits. Ich glaube, über Mary, unsere Mutter, wird doch keine Akte sein, oder? It's off limits anyway. Beyond Two Souls mal anders, ja. Nochmal die Zeit manipulieren. Warte mal, nun. Ja, nochmal Zeitmanipulation wollten sie nach Life is Strange nicht nochmal machen. Nee. Stimmt, wobei das war ja auch schon ziemlich übernatürlich. Huch, was war denn da alles hinter der Tür? Something's in the way. Also ich finde jetzt, es hätte es nicht unbedingt gebraucht mit diesem übernatürlichen Part, weil die beiden können auch so telepathisch miteinander kommunizieren und andere hören das nicht, aber sie hören sich. Ich finde das... Das hätte es jetzt eigentlich nicht gebraucht für das fürs Spiel, glaube ich.
Aber vielleicht kommt ja da früher später noch die ein oder andere coole Idee. Jetzt ist auf einmal alles abgeschlossen. Unten stehen die Türen auf. Jeder kann hier reinspazieren. Ah, und er ist sogar noch da, der Dulli. Just finishing up a call. Trying to convince Melinda the Ravens and her garbage aren't police business. Give me a few minutes. Sure. Make yourselves a cup of coffee. Here's the key to the break room. Thanks. Come back upstairs when you're done, okay? Onkel Eddie habe ich mir halt ganz anders vorgestellt. Also der Typ, coffee das ist... Good? Das ist Onkel Eddie. Die nennen ihn immer Onkel Eddie. Ich weiß nicht, ob es wirklich der Onkel ist. Aber okay, ich hätte jetzt nicht so einen erwartet, der aussieht wie so ein Mexikaner. Und dann irgendwie relativ sportlich. Ich hatte jetzt gedacht, Onkel Eddie klingt nach so einem richtig typischen amerikanischen Polizisten, so wie man sich vorstellt. Übergewichtig und Donuts essend. Einer im Ort ist immer Onkel Eddie. Ja. Like vor allen Dingen hier im Ort. Ja, dann nimm doch. She's gonna give me so much crap for forgetting her birthday. Wir haben doch schon gratuliert. Will sie jetzt hier die Karte faken oder was? Alles Gute zum 29. Geburtstag, Denise. Gute Arbeit, weiter so. Eddie. Achso, da haben alle unterschrieben, wahrscheinlich vom Dezernat. Du bist der Beweis, dass Weisheit nicht immer mit dem Alter kommt. Lass es krachen. Didi. Dan. Genieß das letzte Jahr, bevor du in den Club der verbitterten Frauen in den 30ern eintrittst. Rosie. Lass dir die Schokolade schmecken. Happy Birthday. Dee. Joshua. Achso, Dee heißt sie wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich ihr Nickname. Happy Birthday. Du siehst noch keinen Tag älter aus als... Warte mal. Du siehst noch keinen Tag älter als 100 aus. Maria. Okay, finde ich jetzt nicht so lustig, Maria, aber nice try. Lustig wäre es gewesen, wenn sie irgendwie 30 oder so gesagt hätte. Oder halt irgendwas, was leicht älter wäre und dann wäre es wenigstens so ein bisschen beleidigend, aber 100? So, jetzt haben wir die Erinnerung. Jetzt seht ihr das Feature das erste Mal. Okay, wer hat sie da gerade reingebracht? God, not here too. I'm not ready. Me neither. Wahrscheinlich war das dieser Officer, von dem eben die Rede war, ne? Als wir hier waren. Wie hieß der nochmal? Officer Dan... Ne, Vincenzi war auf jeden Fall nicht der Name. Joshua Grex. Grex, ne? Hatten sie, glaube ich, gesagt. Genau. Vielleicht war der das. Weil es sah nicht aus wie Eddie. Something's in the way. Gefängniszelle wäre sicherlich auch lustig. Wo stand die Kaffeemaschine jetzt? Hier wahrscheinlich, oder? Rezeption braucht immer Kaffee. Ja. Whew. Rose never lets me back here. So, Erinnerung. Komm her, wo ist sie? Nee. Mich durch, Tyler. Ich gehe noch mal kurz vor die Rezeption. Hier scheint noch eine Erinnerung zu sein. Die will ich noch kurz einsammeln. Oder auch nicht. Ah, doch hier. Where are we going? We're just gonna sit down in here and I'm gonna ask. Ach, das ist doch Eddie. Okay. Okay. Hail and well met, Champion. Malea, vielen Dank für dein Follow. Danke, danke. I really thought I'd lock those memories in some deep, deep part of my brain. Same here. Wie alt ist Eddie denn? Eddie sieht irgendwie erstens anders aus als damals vor 10 Jahren. Als wäre es irgendwie ein ganz anderer Mensch und auch irgendwie nicht wirklich älter, oder? Das ist irgendwie komisch. Wer weiß, vielleicht hat er auch einen guten Arzt. Rose left the computer on.
Schlüssel will sie nicht. Posttraumatische Belastungsstörungen können später zu paranormalen Absurditäten führen. Muss ich mir merken, ja. Aber ich hätte eine harte Woche und muss raus für heute. Viel Spaß noch. Ich lasse den Bookmark da. Ja, vielen, vielen Dank. Dann schlaf schön. Und ja, würde mich freuen, wenn du demnächst nochmal reinschaust. Ich denke mal, da hast du den Folge auch da gelassen. Danke fürs Einschalten auf jeden Fall. Memo an alle Mitarbeiter des Police Departments von Rose Jackson. Rose scheint hier so die Polizei-Department der Hausdrache zu sein, ne? Weil hier Allison meinte ja direkt, Rose hätte mich hier nie reingelassen in die Rezeption. Betreff neue Verwaltungssoftware, bitte Passwort zurücksetzen. Im Rahmen der Einführung unserer neuen Verwaltungssoftware müssen alle Mitarbeiter ihr Passwort zurücksetzen. Beachten Sie, dass ab jetzt jeder Polizeibeamte mit ID und Passwortzugriff auf dem Computer an der Aufnahme hat. Bei Fragen wendet ihr euch an Sally oder mich, Rosie. Okay. Die haben alle fünfstellige Passwörter, wie es scheint. Da können wir bestimmt noch was hacken. Bestimmt hat irgendein Dulli sein Passwort offen rumliegen, oder? Wenn ich das hier sehe. Allison, how about that coffee we were talking about? Ja, okay. Ich wollte hier noch ein bisschen rumschnüffeln, aber wenn du willst, können wir auch Kaffee trinken. War der Kaffee oben? Ich habe in Erinnerung, dass er gesagt hatte, Kaffeemaschine stünde unten. Armory finden wir bestimmt keine Kaffeemaschine. Im Archiv auch nicht, denke ich. Hier ist doch sonst nichts. Was ist das überhaupt für eine komische Tür? Geht's auf die Terrasse. Der Typ hier, ne? Der war ja damals dabei. Officer Joshua Greggs, haben die ja eben gesagt. Vielleicht finden wir auf seinem... Vielleicht finden wir hier irgendeinen Hinweis. Für sein Passwort, meine ich. Oder ist das da hinten, dieser eine Raum, der abgeschlossen war, der Kaffeeraum? Der hier. Tatsächlich. Okay, let's go in. Gott, das ist ja riesig, das Polizeirevier. Ah, die Umkleide. Schnüffeln wir mal ein bisschen. Officer Denise Wilson. Was hat sie mit dieser Denise eigentlich, dass sie da so interessiert ist an ihr? Ist das so ein Ding zwischen den beiden? Vielleicht sind die so ein bisschen... Vielleicht sind das so Rivalinnen. Vielleicht stand niemand. Hier klingelt doch ein Handy. Hat ein Handy geklingelt? Vielleicht haben die mal auf den gleichen Typen gestanden oder so. Buzz Dawn for smoking weed behind the store once? Yep. Hey, is this crazy D's locker? Ja. Hey, she's Delos Crossing's best cop, other than Eddie, of course. My bad. I wonder what Delos. Wie sie einfach ewig alles durchsuchen können. Tolle Polizei. Ja, das ist der Beste, ne? She keeps a spare key somewhere. Was hat er gesagt? Zu den Schlüsseln? Geil, dass der Typ einfach oben ist die ganze Zeit und hier unten jeder rumlaufen könnte und auch alle Akten offen hier rumliegen. Ja, on that paper thin mattress from the cell. It could have been a pillow top and I wouldn't have slept a wink. I don't know how you come here every week. I've been here 10 minutes and it's already fucking me up. I got used to it.
dug a pit and stuffed all those memories deep inside. Couldn't have survived Delos Crossing if I hadn't. I should probably tell you that repression's the worst coping strategy, but you do what you have to. Hey, do you Y ist irgendwie meine Lieblingsantwortmöglichkeit. Yeah. Why? Well, remember that nice lady from social services who picked us up? Oh, what was her name? Sandy, I think? Yeah. I used to dream about her a lot. Sorry, what? Yeah. It would always start out pretty normal. Like, we'd be sitting in the living room with Marianne doing a sewing lesson, and then suddenly she would turn into Sandy, and she would hold us in her arms, pulling us in tighter and tighter until I would wake up practically choking. Jesus. So, are things gonna be weird at all between you and Eddie? I took the gift, Allison. I'm trying to make an effort. Thank you. I know. I just want everything to be cool. It will be. Was hat er gegen Eddie genau? Eddie wirkt bisher eigentlich ganz cool, auch wie er da auf die Kinder reagiert hatte, als er sie da zur Polizeistation gebracht hat. Ich meine, okay, wir wissen immer noch nicht genau, was in der Nacht passiert ist. Vielleicht hat er auch unangenehme Fragen gestellt, sagen wir es mal so. Let's go. Ja. Und es war ja dann so, dass Tyler wirklich erstmal 10 Jahre weg war, dann nach dem, was auch immer da passiert ist. Wie gesagt, ich weiß nicht, vielleicht hat er seine Mutter ja sogar umgebracht. Das Ganze wird gross. You think they'll mind if I take one? Was denn? Ich würde dir gar nichts nehmen. These are definitely the same cookies that were here last week, but knock yourself out. Ugh, I'm so hungry. Ooh, that's gotta be a new record. You okay? I'm just feeling a little nauseous. Schön die ganzen Essensreste hier übers Wochenende lassen. How is it still warm? You sure you want coffee this late in the day? You'll be up all night. I don't think I'll sleep much anyways. Too much in my mind. Vielleicht kannst du jetzt den Schlüssel aufheben. Wo war denn Schlüssel? Hab ich gar nicht gesehen. Hey, you okay? In der Umkleide oder wo? Ja, ja, für den Spind. Ach so, in der Schublade, den. Ja, müsste ich mal gucken. Stimmt. Da war ja bei ihr ein Schlüssel. Calm down, Allison. Stick to the plan. Come on, don't freak out on me now. I can't, please, I can't lie. We already lied. It's all gonna be fine, okay? Okay, die haben gelogen. Ich bin echt mal super gespannt, was da später rauskommt, was in der Nacht passiert ist. No. Do you ever regret? No. No way. Well, maybe once or twice early on, but now, no way. I mean, look where we're at. Look where I'm at. Uncle Eddie's probably done by now. We should go find him. Ich soll das hier mit dem. You sure? Ich muss erstmal kurz den Schlüssel nochmal holen, Tyler. Weißt du, was das hier ist, Luna, mit dem Essen? Dieses Soundboard macht mich wahnsinnig. Wieso klappt das nicht? Irgendwie hängt es beim ersten Mal immer so komisch. Das hatte ich früher nicht. Nee. Bah. Bäh. Ekelhaft. Genau das ist es. Nein! Nicht die Karte nochmal angucken. Ja, jetzt kann ich ihn nehmen. Yusei, du bist so schlau. Jetzt können wir noch ein bisschen in Denise's Spind rumwühlen.
Ist auch irgendwie geil, ne? Sie sagt, es ist die beste Polizistin hier im ganzen Ort, schnüffelt aber voll in ihren Sachen rum, so als würde sie unbedingt irgendwie rausfinden wollen, dass sie irgendwie Dreck am Stecken hat oder so. Schon irgendwie komisch, was da bei den beiden läuft. Dieses Ami-Englisch schlimm. Ich finde ihr britisches Englisch viel besser. That's so irresponsible. An intruder could easily access all kinds of police files with this. Naja, es ist gewöhnungsbedürftig, ne? Mit dem Locker und so, dass die Amis immer alles so rollen. Aber mein Lehrer zum Beispiel hat nur so gesprochen. Wir haben American English gelernt. Oder, also es war nicht so, dass es bei uns in der kompletten Schule so war, aber ich hatte den, glaube ich, ab der 9. oder so, wirklich dann bis durchs Abi. Deswegen bin ich das auch, ich bin das gewöhnt, ich höre das kaum noch. Mir fällt das Britische viel mehr auf, wenn jemand richtig krass britisches Englisch spricht. Aber verstehen tut man auf jeden Fall das Britische besser, wenn man es nicht gewöhnt ist. Alle Mitarbeiter des Police Departments von Rose Jackson. Datum 29. Oktober 2015. Betreff, neue Verwaltungssoftware. Bitte passt, das kennen wir doch schon. Im Rahmen der Einführung der neuen Passwort zurück, bitte, ID, Passwort Zugriff. Winner on my birthday, okay. Ah, schade, ich hätte jetzt gehofft, dass da irgendwie das Passwort steht von ihr. Da steht jetzt aber auch kein Hinweis, oder? Winner on my 20th birthday. Ah, warte mal. Bitte, beachtet bitte, dass ab jetzt jeder Polizeibeamte mit ID und Passwortzugriff auf den... Warte mal. Im Rahmen der Einführung unserer neuen Verwaltungssoftware müssen die Mitarbeiter ihr Passwort zurücksetzen. So, isn't Brown waiting for us? We should head back to his office. Nee. Haben wir nicht irgendwas von Geburtstag gelesen? Passwort mit Geburtsdatum irgendwie? Oder bilde ich mir das gerade irgendwie ein? Weil wir wissen ja, wann sie Geburtstag hat. Dann haben wir ja theoretisch ihr Passwort, wenn das irgendwas mit dem Geburtstag zu tun hat.